Cosma ist das zweite Schiff der Helios-Klasse, wie diese bei AIDA genannt wird. Besser sollte es vielleicht heißen, das sechste Schiff der Excellence, XL oder XL-Klasse der US-amerikanischen Carnival Corporation, der das Schiff nämlich gehört. Das am 26. Februar 2022 in Dienst gestellte Schiff kostete 950 Millionen US-Dollar. Sie hat eine Länge von 337 Metern bei 42 Metern Breite und eine Bruttoraumzahl von 183.772. Korrekt sind das knapp 80 PAZ mehr als das Typschiff. 1.500 Crewmitglieder sollen die AIDA Cosma für die maximal 6.600 Passagiere in 2.732 Kabinen zu einem Urlaubsparadies werden lassen. Ebenso wie das Typschiff, die AIDA Nova, kann die Cosma mit LNG gefahren werden, dem derzeit emissionsärmsten fossilen Treibstoff auf See. Im Hafen kann das Schiff Landstrom beziehen, wo dies derzeit bereits möglich ist. All dies natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 17 Restaurants und 23 Bars versorgen teilweise bis nachts die Passagiere mit Speisen und Getränken. Das Schiff bietet auch für junge Gäste viele Erlebnismöglichkeiten, sodass Eltern in ihrem Urlaub die Seele baumeln lassen können, bis die Kids und Teens wieder in der Kabine auftauchen. Hier bringt Taufkapitän Vincent Kofalka die AIDA Cosma noch mit Schlepperhilfe zum ersten Mal an das Terminal Steinwerder. Am 26. Februar 2022 startete die AIDA Cosma hier beim Erstanlauf wenige Stunden vorher von ihrem ersten Heimathafen Hamburg hinaus auf die Ozeane. Die Taufe für das bis dato eigentlich ungetaufte Schiff fand dann am 9. April 2022 ebenfalls in Hamburg statt.